Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge Arborion mit der Ideenschmiede. Hallo. Jo, ja, neue Folge, neues Glück. So würde ich es zumindest nennen, weil ich habe hier, also ich bin ja letzte Folge ein bisschen weitergereist und bin jetzt hier beim Sarnion gelandet. Ich baue jetzt hier ein bisschen ab, danach will ich mein Schiff mal ein bisschen ausrüsten, bevor es dann in die Beta geht. Und was die Ideenschmiede geplant hat, das, ja. Ja, also ich habe ja den einen Boss jetzt fertig hier mit der Quest. Die Frage ist, ich weiß gar nicht, wo ich die anderen Artefakte herkriege. Ich würde die ja auch gerne noch holen. Ich weiß gar nicht, wie viel habe ich denn jetzt? Die Frage ist, wie viele brauchen wir in die Mitte? Ob wir da eine Anzahl brauchen oder ob wir da Acht, verschiedene brauchen? sechs, eine, zwei, drei, Drei Stück hast du drei, schon. Nice. vier, fünf habe ich. Das heißt, es sind ja acht, ne? Dann fehlen mir noch drei. Ich weiß aber gar nicht, wo ich die drei herkriegen soll, muss ich ehrlich sagen. Also werde ich mich wohl ja, Richtung Mitte begeben und weitersuchen. Vielleicht ist es noch eine Quest. Vielleicht ist es auch wieder irgendein Boss oder sowas, den wir machen müssen. Ich habe da keinen Plan. Du weißt es ja auch sicherlich nicht, oder? Nee, leider nicht. Also ich weiß nichts über weitere Bosse. Das Einzige, was ich noch weiß, ist, wenn man verschiedene Artefakte erforschen lässt, dann kommt da, also kann da ein höheres Artefakt rauskommen. Zum Beispiel ein Artefakt dann mit mehr Kratzern drin. Ich weiß aber nicht, ob das dann, also ob das dann noch irgendwie einen Sinn hat mit denen, die wir brauchen. Naja, wahrscheinlich ist es einfach nur. Also, ich habe ja auch ein Artefakt Stufe 6 bekommen, als ich da drei Legendäre reingeballert habe. Also, das waren aber nicht nur Artefakte, das war alles legendär. Aha. Kann natürlich sein, dass man da noch einen bekommt, ne? Das kann Eine sein. Art. Weil wir bekommen ja genug Artefakte. Also aus dem letzten hat jeder, glaube ich, zwei Stück rausgenommen aus dem einen, aus der KI. Ja. Ja, aber das waren alle, das sind ja immer dieselben, ne? Muss man ja auch dazu sagen, ne? Das Also, es sind dann stimmt. immer dieselben. Alter, ehrlich mit dem neuen Geschütz. Ja. Gold wert. Gold wert. Also. Ich kam ja in der letzten Folge zu dem Punkt, dass ich sagte, mein Schiff ist zu schwach. Also ich komme damit zwar kämpfen, aber einen großen Kampf gegen mehrere Schiffe hatte ich einfach nicht mehr so groß durch. Du, ich weiß ja nicht, ob du meine letzte Folge gesehen hast. Auf jeden Fall bin ich auch schon dabei. Also, was das Einstecken angeht, das geht. Aber der Schaden von den Waffen her, das ist so ein bisschen. Ja. Ja, ich verteile auch gut, aber ich stecke halt auch dementsprechend ein. Das ist das Problem bei mir. Ich glaube, mein Schiff ist zu schwach geworden mit der Zeit. Am Anfang so voll der Tank, jetzt so, naja, irgend so eine Nudelpackung, die hier durchs All schwebt. Ja, aber jetzt, also mit den beiden Geschützen, die ich jetzt ja bekommen habe, letzte Folge, kann ich mich jetzt nicht mehr beklagen, was Schaden angeht, ne? Also. Ja. Die Hülle, die schießt sich mit den Rayguns sofort weg, sobald das Schild unten ist. Boah, das ist nice. Das ist wirklich. Also jetzt bei den kleinen Schiffen, ne? Jetzt hier, wenn ich so angegriffen werde. Julo, du musst dir mal die Folge angucken, die von heute. Dann wirst du sehen, was ich meine. Also das ist wirklich Gold wert. Das kann ich ja noch machen. Nachher werde ich auch da. Das könnte man natürlich auch machen, ne? Man könnte ja schon mal. Obwohl, ich würde da Kanzanio nehmen, ich würde das mit Organit oder Avorium machen. Also Waffen herstellen und die dann nachher alle zusammenbinden, weißt du? Kannst ja machen. Stimmt. Ne? Dann müssen wir halt nur einkaufen gehen. Das Ausrüstungsdock darf mit mir handeln. Es darf mit mir aber keine Geschütztürme handeln. Ja. Da bist, der Ruf ist halt noch zu schlecht dafür. Das ist ja, Ja, weil's, für weil Geschütztürme. sie ja gegen dich verwendet werden oder gegen sie verwendet werden können. Ne? Deswegen wahrscheinlich. Ich bin Du würdest deinem jetzt. Feind ja auch keine Atombombe in die Hand drücken. Das stimmt. War hier nicht irgendwo eine Militärbasis? Ich muss gerade mal kurz gucken. War die. Hä? Doch, da. Da. Nee. Okay, Ist die das ist Baumfähr? backig. Da hinten ist die Militär. Nee. Ist ein Schiffsfrachter. Schwerlastfrachter. Aber da ist auch. Ist das daneben? Da, Militärstation. Ich wollte gucken, ob die hier Zielerfassungssysteme, die kaufen 80 Stück. Naja, zum Preis von 21.000. Ich glaube, da kaufe ich mal 80 Stück. Vielleicht kann das ja meinen Ruf so weit verbessern, dass ich Geschütztürme kaufen kann. Mal sehen, ob sich das jetzt auch überhaupt lohnt. Gutes berechnet. Ja, ich muss mal gucken. Also ich will jetzt mal gucken, ob ich, ob wir oder ob ich einen Weg für uns in die Mitte schon mal finde. Das ist ja auch schon mal
gar nicht so verkehrt, glaube ich, oder? Stimmt. Hast du ja gesagt, es gibt ja auch Tore, die einen darüber führen. Dann Ja, müssen wenn du wir ja das. nicht unbedingt über alle Bosse gehen. Also Nee, was wenn ich du weiß, es gibt dann. auf jeden Fall einen Endgegner momentan. Das weiß ich auch, in der Mitte, 0-0. Na Was super, für eine keine Quest. Auflager. Ups. Ah, warte mal, ich habe ja noch die kann ich machen. Die Exodus-Quest. Y. Minus. Und Sieht so ein bisschen X. blöd. Haben die hier einen Handelsposten? Da können wir mal gucken, wo das ist. Warte mal, ist. Nee. Also. Nee, 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 nee. Scheint nicht so egal. Ich fliege mal kurz zum Minus. Reparaturendock. Und Weil mein minus Schiff ist aus irgendeinem Grund 320. wieder. Ach ja, stimmt, wir haben ja letztens Schaden genommen, aber wir haben keine kaputten Teile. Trotzdem haben wir wieder das Aber zerstörte Zeichen. X war horizontal, oder? Ja, X ist horizontal. Also die untere Linie. Die Und untere Y ist Linie. vertikal. Die von unten nach oben geht. Ja, gut. Dann muss ich jetzt erstmal gucken. Also, X ist horizontal. Das heißt, ich brauche hier minus 320. Nein, 4 Now Need 5 Titan und 5 Eisen und ganze 11 Dollar muss ich 320. zahlen. Huhuhu, teure Reparaturkosten. Hier ist das denn. Ich muss gleich mal gucken, was mehr bringt. Einen Zanion-Antrieb oder ein Trinium-Antrieb? Was kommt da unten überhaupt? Ach, okay, das sind Kaufmänner. Ich habe gerade gedacht, es wäre eine feindliche Flotte. Da ist das. Ich muss auf jeden Fall erst noch ein bisschen mehr sammeln. Mann, verdammt. Ehrlich, das erste Gebiet, was ich habe von diesen Nexus-Sendern. Ist Startgebiet. Startgebiet? Ja. Okay. 320. Ja, das ist es. Im Startgebiet oder war das unser Startpunkt? Das ist jetzt die Frage. Wieso kann ich denn hier keine Nachricht hinsetzen? Wie Nachrichten setzen? Wie kann ich denn? Ich glaube, du musst erst da gewesen sein, um Nachrichten zu setzen, aber vielleicht kannst du es schon markieren. Ja, gut. So, hier mal ein paar Rohstoffe mitnehmen. Ach so, jetzt kann ich dann auch. Ja, gut, jetzt geht das. Mein Fehler. Ich muss es markieren, um Nachrichten. Nexus. So, um Nachrichten zu platzieren. Nexus 1, Nexus 2, Nexus 3, Nexus 4. Das Problem ist, das ist aber ganz schön weit weg, ne? Kannst du das? Achso, ja stimmt, du hast jetzt einzelne Punkte, Jelle, die du abfliegen musst. Keine ganzen Ja. Reihen mehr. Ah, okay. Ich werde das wohl oder übel auf Dings verschieben. Auf links? Auf, ja, zumindest den Punkt da unten, wenn ich sterbe. Auf Weißt du, ferne da bin ich ja wieder da. Zukunft. Dann bin ich ja da unten, deswegen. Das stimmt. Oder wenn ich mein neues Schiff habe, weil das kann ja alleine schon 14 Felder springen. Ne? Das ist ja auch schon eine Menge. Ja, das heißt, wenn ich dann noch ein Hypersprung-Tor, also so ein Upgrade reinpacke, dann habe ich ungefähr 21. Das heißt, ich könnte zwei Sektoren, zwei größere Sektoren einfach so überspringen. Das lohnt Nice. sich. Das ist auf jeden Fall. Da bist du ja schon fast im Startgebiet mit zwei Sprüngen. Nein, also nicht die großen, die Ach so, kleinen die kleinen. Sektoren, weißt du? Ah, okay. Und Ah. das ist jetzt schon auf jeden Fall besser. Aber ich könnte daraus ja eine richtige Sprungmaschine machen. Das stimmt. Dann auch ein bisschen aufwerten mit ein paar Upgrades. Ja. Dann springen wir mal dahin. Das Problem ist wieder, ich bin hier im feindlichen Gebiet und kann nichts machen. Ich frage mich gerade, wie viele Upgrades man braucht. Also, es sind ja Upgrades, diese Artefakte. Das heißt, man muss ja auch ein gewiss großes, also eine gewisse, was, ja, ich glaube, Volumen war das. Volumen gleich Masse. Was du brauchst, damit du überhaupt so viel reinpacken kannst, dass du überhaupt über die Mittellinie springen kannst. Ja, du kannst ja maximal 15 haben. Echt? Da gibt es ein Maximum? Ich glaube, maximal 15 Slots kannst du haben. Das ist ja nicht das Problem, dahin zu kommen. Man muss halt nur ziemlich riesig bauen. Dann ist das Schiff aber so groß, dass du nicht mal die Tore benutzen kannst. Ich dachte ja, mein jetziges Schiff, was ich bastle, ist ja groß, dachte ich.
Das ist gar nicht groß. Das ist ein Mühe größer als die, als das jetzige Schiff. Ich hab's zu klein gebaut. Ich war heute so im Forum unterwegs. Auf einmal lese ich so einen Beitrag. Durch Wurmloch geflogen, Schiff zerstört. Mein Kommentar da drauf, ja, jetzt habe ich Angst auch vor den Wurmlöchern. Weil der ist durch das Wurmloch und dann in Asteroiden gespawnt. Achso, das hatte ich aber auch schon. Ich war in einer Horde von Händlern gespawnt. So, schon wieder tot. Hammer. Oder was ich auch gelesen habe, einer ist gesprungen und ist dann so nah an einem anderen Tor gewesen, dass er fast weitergesprungen wäre. Stell ich mir auch witzig vor. Springst du und springst gleich nochmal. Also so ein normales Tor. Was war das? So Wurmlöcher habe ich ja auch schon gesehen. Die Wurmlöcher, die dann hinter einem Sprungtor sind. Einmal zu lang gebaut und schon bist du zu weit geflogen. Warum nehme ich jetzt überhaupt das Naonit mit? Muss ich doch gar nicht. Obwohl, wenn ich jetzt neue Schiff spawn, brauche ich noch ein bisschen was zum Reparieren. Na komm. Die schießen aber zu langsam, diese Geschütze, ne? Echt? Was finde ich jetzt? Achso, sind ja diese ganz starken. Ja. So, wir visieren mal kurz hier das mittlere an. Lassen das da so, mal kurz verschwinden. Ich sehe schon gar nicht mehr, wann die explodieren, weil das so einen Schaden macht manchmal. Okay. Alter. Blöcke transferieren zu. Das kostet mich 825 und das ist da die Frage. Ach nee, zeigt der mir jetzt. Zip. Okay, es gab da irgendwie alles im Minus da oben dazu. Wie sieht's bei Gelb aus? Wie sind das denn jetzt hier, Alter? Okay, die Preise bleiben gleich. Ich glaube, ich bin im Piratensektor gelandet. Kann das sein? Ist ja noch schlecht. Hä? Okay, ein gelbes Triebwerk macht es irgendwie nicht besser. Sind das hier echt die stärksten Triebwerke? Triebwerke, wenn du andere nimmst, kriegst du nicht mehr Schub. Du kriegst nur mehr HP auf die Triebwerke. Das ändert nichts. Also, soweit ich weiß. Naja, ich wollte ihn nämlich gerade umwenden, hab dann gedacht, daraus wird vielleicht was. Oh, jetzt aber weg hier. Kein Wunder, dass das hier drin noch so blöd aussieht. Hier drin ist ja noch alles aus Naonit. Dann wundere ich mich, warum mir mein Kern so schnell futsch geht. Nicht der Kern, das Schild. Ich glaube, das hier ist ein Generator. Oh, der stieß halt ein bisschen mehr aus, okay. Das sind dann auch cool, ich kann da sogar drauf zugreifen. Triebwerk? Nee. Das hier sind Generatoren. Die sollte ich vielleicht auch mal. Nee, zusammenfassen geht bei denen hier nicht. Huch, was habe ich denn hier bitte schön zusammengebastelt? Hilfe, ich werde angeschossen. So, jetzt springen wir irgendwo anders hin. Hä? Wo sind die? Ah, da unten. Ja, auch meine Waffen sind hier viel zu schwach, aber ich glaube, das liegt jetzt daran, dass ich gerade zu weit vorgedrungen bin. Dadurch, dass ich hier schon bei Sanion bin. Also ich brauche auch bessere Waffensysteme auf jeden Fall noch. Also die beiden, ja, der Rest ist aber scheiße. Das ist das Problem. Die warm laufen und. Ich könnte aber vielleicht nochmal auf diese Laser mich umstellen, aber da muss ich immer so nah ran. Also die Gegner kommen mit der Zeit ja immer nah ran, aber für den Anfang liebe ich es einfach auf Distanz zu schießen. Ich bin halt mehr so der Distanzkämpfer. Das habe ich am Anfang so gefeiert. Ich konnte aus 10 Kilometer Entfernung einfach draufballern und die, naja, waren noch nicht mal in meiner Nähe. Ja, das ist ja natürlich auch gut, weil die ja auf Distanz bleiben und kein Schaden. Mal gucken, wie man die Waffen nachher so zusammensetzt. Ah, da ist das Schiff wieder. Das Schiff ist gerade explodiert und verschwunden und kam danach erst kurzzeitig wieder. Ich habe hier schon wieder eine Signatur angeflogen, wo wieder so ein Energieforschungsabhängig ist. Okay. Ist doch gut. Weltwissenschaft vereinigt. Was ist das? Das ist eine Fraktion? Das kann sein. Was sagt denn der dir da an, wenn du da drauf gehst? Die MAD Wissenschaftsvereinigung. Okay. Guck mal.
freundlich oder feindlich? Neutral, aber komplett neutral. Kann man bei denen den Ruf verbessern? Keine Ahnung, das ist nur unser Lied, ich kann mit dem nichts machen. Ich will da jetzt aber auch nicht drauf. So, interagieren mit F oder so? Nee, hab ich schon geguckt. Okay. Und das kommt ziemlich oft als Signatur an, deswegen. Das ist jetzt das zweite Mal, dass ich gegen meine Signatur gefunden habe. Das klingt auf jeden Fall interessant. Ja, nur dass es nicht interessant ist. Ja, da man den mit denen nicht quatschen kann. Vielleicht kommt da jetzt noch was in einem zukünftigen Update erst. Naja, oder man muss die Base von dem. Das kann sein. Dass es dann irgendwie eine Quest gibt, wo du alle abfliegen musst, um Daten ranzuholen oder sowas. Meine Güte, die haben aber einen schicken Generator drin gehabt. Vom Regen in die Traufe, von den Piraten rüber in die Sotan. Okay, es gab wieder Upgrades und Waffen. Sogar blaue Waffen waren da noch dabei. Ich schau mal ganz kurz nach. Waffentechnisch. Blau ist das. Hier. Der Händler, der kommt, ist rot. Das ist ja typisch. Das hier gefällt mir auch schon mal, der Maschinengeschützturm. Habe ich da einen, der dafür vielleicht runtergeht? Hier, 11,5, 9,5, 19, 10,5. Okay, den würde ich gerne drauf behalten. Wie sieht es mit dem hier vorne aus? 6,6 und 10,5. Und tschüss. Wer seid ihr? Ihr seid die Luya. Luai. Raketen machen zwar viel Schaden, obwohl. Muss ja auch Ziel suchen, ne? Musst du gucken, dass du die richtigen raussuchst. Ne, sind normale Raketen. Also ich sehe zumindest nirgendwo zielsuchend. Reparatur, da weiß ich gar nicht, wie die funktionieren. Doppeltester, Tester, Abwrack, Bolter, Kanone. Ach komm, alles für Ruf. Kanone 0,5, das klingt auch interessant. Feuerrate 2, okay, das bleibt auf jeden Fall so. So, jetzt holen wir uns noch das und dann können wir gleich weiter springen. 0,616, 0,5, 142. Ich glaube, da bleibe ich dabei. Raketen gewöhnlich. Überhitzt nur, okay. Ich will mir überlegen, es mal mit Raketen zu versuchen. Weil momentan habe ich keine Schiffe, wo ich wirklich sagen muss, die machen. Also die machen Probleme, dass sie mir zu schnell also aus der Schussreichweite fliegen, weil ich irgendwie immer davor stehe und drauf schieße. Ja, geht mir genauso. Also im Endeffekt, ich glaube auch nicht, dass hier irgendwelche Schiffe gibt, die wirklich absolut schnell sind, ne? Ja. Ich könnte ja die Raketen erst dann, also ich lege die einfach auf eine andere Zahl und benutze erst dann, wenn ich näher dran bin, weil wenn ich zu weit entfernt bin, schieße ich mit 100%iger Wahrscheinlichkeit daneben. So, du, mein Freund, kommst auf die 1. Ah, jetzt habe ich das Ding. Was ist das? Achso, okay, das waren die 2. Weltall geballert. Ich könnte ja mal das doppelte Tesla-Geschütz, mach ich mal runter. Ich muss kurz gucken, was ist das hier? Glaub's ja nicht. Muss ich das jetzt echt holen gehen? Mal das da drauf. Wenn das nicht mehr blinkt. Dann setze ich den Raketenwerfer mal auf die 4. Okay, der überhitzt nur, aber der tut keinen Strom verbrauchen. Interessant. Gut. Dann schießen wir hier nochmal drauf, vielleicht ist ja noch irgendwas drin. Oh, bei der Rakete muss ich auch aufpassen. Weil wenn dahinter eine Basis ist, ich glaube, die Raketen haben eine sehr hohe Reichweite. Ja, da müssen wir eindeutig näher ran. Ui. Alter Schwede, wie viel Geld man hier rauskriegt. Ach nee, es sind... Ich flieg meinen Raketen hinterher, weil ich die gerade für Geld gehalten habe. Upsi. So, endlich. Oh, die sind jetzt. Oh, die sind ja andersfarbig jetzt geworden. Was denn? Die Handelsdinger hier. Echt? Hast du die Beziehung verbessert? Verkauft, ja. Ah. Also ein Asteroiden verkauft. Achso, ist aber noch schlecht. Das hab ich jetzt angestellt. Ist aber noch schlecht, das lohnt sich auch noch. Immer noch schlecht. Zack. Bringen wir einfach. Hä? Warum verrutsche ich den gerade andauernd? Irgendwie wollen gerade meine Kanonen nicht so richtig. Die ziehen aus irgendeinem Grund die ganze Zeit nach da oben. Och man, was ist denn hier schon wieder los? Seid ihr Piraten?
Seid ihr Piraten? Greift ihr an? Nebenbei, hier war noch irgendwo das Sotan-Schiff, oder wurden die schon vernichtet? Naja. Greift sie denn an? Wer greift Ach wen so, an? Piraten greifen Piraten an. Okay, Ah. wusste ich, dass er ist. Mischen wir uns hier ein, dürfte ruhig machen. Ich glaube, durch meinen Spaßkram im Raketenwerfer habe ich die Sodan vergessen. Naja, egal. Da kommen sicherlich neue. Ich glaube, Sodan werden hier leider niemals ausgehen. Ja, und ich bin auch nur ein feindes Gebiet. Zu Gott sein. Na gut, aber du springst ja gerade, gell? Ja, ich spring die ganze Zeit, aber hier ist nur Feindesgebiet. Ja, aber willkürlich oder bist du in so einer Fraktion, die Feindesgebiet ist? Beides. Also, ja, wo ich reinspringe, sind Piraten oder sonst irgendwas. Und auch fraktionsmäßig ist hier alles noch voller Feinden. Glaube ich, normal in der Mitte oder sowas, dass sie mich alle hassen. Na gut, ich bin jetzt, also ich war mal eine Zeit lang in bösen Gebiet, aber jetzt bin ich wieder im Neutralen. Und neutral auf gut zu machen, ist mit ein bisschen Handel gar nicht so schwer, muss ich sagen. Ja, aber dafür muss das erstmal neutral sein. Das stimmt. Ich muss aufpassen, Hier dass ich ist hier auch ein nicht gegen diese Fels. Container fliege. Sonst heißt es wieder Rufschädigung. Stimmt, diese ganz kleinen Antennen, die du ab und zu mal mit abreißt. Ah. Denn am besten gleich erstmal, wie nennt man das hier, eine Kriegserklärung. Gleich auf total verhasst. Oh ja, weil du mal auszusehen was mitgenommen hast. Ah. Wie soll ich denn das Sotan-Schiff jetzt am besten zerlegen? Ey, es ist so nah an dieser Station dran. Ja, und da haben wir's. 129 verschlechtert. Ist ja nichts. Also, da brauchen wir 60.000. Da kann man sich nur aufregen. F. Das kann ich verkaufen. Ja, Naja, ist und wieder leider schlecht. verbessert. Oh, Doch, ich habe haben wir sogar die schon Beziehung zu ausgehebelt. Zweien verbessert. Interessant. Und Sprung. So, wie sieht's aus? Seid ihr immer noch neutral? Ja, leider. Schade. Bisschen Ruf muss Oh, sein. da unten ist noch was Blaues. Und da sind noch Frags. Was Blaues, was sage ich denn da, was so grün ist? Okay, das nehmen wir auch ein. Alter, ich find's immer witzig, dass hier um die Frags einfach mal so ein, naja, so ein komplettes Feld aus Geld ist. So, einmal hier, einmal Das unten rum. ist genau. Vielleicht kommt da ja noch was raus. Ach nee, cool. Ich habe nicht nur Geld gerade eingesammelt, hier liegt auch Sarnia rum. Loot, Loot, Loot. Ja Mann, das ist ja der Hammer. So, ich habe gerade irgendwo noch was Blaues gesehen. Nicht mal was wirklich blau. Da fix Felsen holen und dann wieder weg. Jetzt müsste ich bloß wissen, wo das war. Blau, 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 blau. Na, komm. Irgendwo hier war da noch ein Teil. War das hier? Ja, ich glaube, das war bei dem Frack, aber ja, ich glaube, das hat gerade der Kollege da eingesammelt. Hau mir mal Ah, deine schade. Koordinaten durch, wo du dort bist. Warum? Weil du schon, oder wie nah du schon bist oder nah rangekommen bist. Hab's in den Chat geschrieben. Habe ich gesehen. Danke. Oh. Yeah. Nee, du bist an der Kante von deinem großen Sektor und ich bin an der Kante von dem überen Sektor. Überen Sektor? Ich muss ja jetzt eh. Nee, ich muss gar nicht runterkommen. Ich bin ja am Kreis, gehe ich ja lang, ne? Von der Mitte. Bist du schon an dem Mittelkreis? Ja, ich Oder wie? umkreise ihn schon den zwei Sektoren fast lang. Ach Naja, so. zwei nicht, ein glaube ich eher. Ein Okay, großen, ne? ich weiß gar nicht, ab wann der bei mir auftaucht. Also ich habe den noch nicht gesehen.
hat wertvolle Objekte gefunden. Wo denn? Stimmt, Da. sowas hätte ich auch mal Dann. reinmachen sollen. Ey, da unten sind Alienschiffe. Kaputt machen. So, Kollege, ich knüpfe mal hier einen vor. Ich glaube, mit Leggy. Ah, die haben denn da ein paralleles Teil rausgezogen. Das deckt aber wirklich ganz schön gerade. Kann sein, dass ich mal wieder nach Fehler überprüfen muss, wegen Wechsel zwischen Beta und dem normalen Arborium. Blaues Zum Glück Teil, ist das die geht Folge gleich vor. vorbei. Was folgt Da jetzt gleich ruckelt vorbei? sich ja ein richtig. Ja, Oder du machst wieder deine Updates. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Und da schon wieder ein blaues Upgrade. Nice. Das freut mich ja richtig. Raketen fliegen alle perfekt dran vorbei. Das ist ein perfektes Waffensystem. Ich habe einen perfekten Raketenhagel gesendet. Perfekt am Schiff vorbei. Ich glaube, die Rakete muss ich mal anders da platzieren, also den Raketenwerfer. So in die Mitte vom Schiff. Du hast die Seiten, die fliegen nur geradeaus und bist so breit, dass das Nee, 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 nee. Also ich habe ja so ein Vorderdeck. Und da sitzt der halt relativ von der Seite drauf. So, Loot, 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 Loot. Loot, 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 Loot. Upgrades und Jetzt kommt Loot. der letzte Sektor, weil ich nicht erreichen werde. Sobald ich durch und vor aufgeladen ist. Das könnte eine interessante Farbe rauskommen. Heißt das denn Hypersprung-Tor oder Hypersprung einfach nur Hypersprung, ne? Ist ja Bei kein was? Tor. Wenn du normal springst, Ja, dann Hypersprung, ist es ja. der Hypersprung. Also, Hypersprung-Energie. Aufgeladen ist. So. Tolle Energie. So, wir haben wieder Sachen eingesammelt. Ich muss mal gucken, habe ich eigentlich hier irgendwas Interessantes? Bei 1 und da hat er ihn jetzt. Okay, wir haben ja hier zwei Stück von drinne. Hier der C43-Detektor, den könnte ich theoretisch. Obwohl, nee, nee, Schild muss ich leider drin lassen. Türme bleiben auch auf jeden Fall drinne. Aha, zwei große Steine. Nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Ich kann mal gucken, ob ich vielleicht gerade neue Alter. Bergbausysteme. Stimmt, das habe ich ja zwischen den Folgen gemacht, habe ich andere Bergbausysteme drauf geklatscht, damit ich hier das Sarnion überhaupt abbauen konnte. So, okay, hier waren jetzt relativ viel Sarnion dabei. War hier auch ein schönes. Komm schon, ein nettes Abbaugeschütz. Ups, da habe ich angeditscht. Ah ja, da kriege ich ein bisschen mehr. Das sind Abwrackgeschütze, Reparatur, Sind aber auch dicht nebeneinander. Plasma, Blitz, Blitz. Ah, da Leider kriege ich nicht. mehr. Schade, schade. Nur Aber da gut. hinten noch was. Da noch einer. Man darf ja schon mal nutzen, was die Zukunft so mit sich bringt. Den Hauwasser fix. Okay. Roof is on fire. Ups. Ja. Du hast Overwatch, das ist kein Schild. Setz das Geschütz Buchhammer drauf.
Einfach Hammer Entschuldigung, das drauf. ist einer meiner Makrokeys. Okay. Passiert manchmal, wenn ich versuche aus dem Chat rauszukommen, dann immer auf den Makroki komme, dann naja. Sieht er schon. Kommt manchmal vor. So, F einnehmen, F Asteroiden und da verkaufen wir an dir Zum für Glück ist es irgendeinen diesmal nur Pappen. der, so kurzer Text. Manchmal kommt dabei auch so ein richtig langer Text dabei rum. Das ist doch ein gelber. Was ist das da überhaupt? Ah, ich glaube, das ist ein großer Eisenklotz, aber an dem habe ich kein So, Interesse. aber wir haben die Zeit erreicht, so leid es mir tut. Was? Nun gut. Wir haben Dann die muss Zeit das Sanion ja erreicht. leider bis zur nächsten Folge warten. Genau. Ja, und alles Weitere, wie gesagt, nächste Folge. Tschüssi! Genau, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!